willkommen bei der Hamburger Klimawoche 2020. Wir sind heute hier bei der CDEFCON 2020 und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, denn wir werden einen fantastischen Tag haben, weil alle Gäste sind da und wir freuen uns auf tolle Panels und Gespräche. Anyway, so she's supposed to show that we should embrace the wind and wind power as a means of propulsion for ships. And well, luckily there's some development in that respect. Steffen Knoth von der GMT. Ich habe hier auf der CDEFCON das Startup-Panel geleitet. Wir haben hier fünf Startups gesehen, die sich der Dekarbonisierung und dem Messen von Klimagasen befasst haben. Es war ein sehr, sehr tolles Panel. Ich bin sehr froh, dass wir diese Startups hier in Hamburg haben. Und mein Wunsch wäre, dass wir die Startups besser unterstützen können, um ihre Technologien in den Markt zu bringen. Und auch das im nächsten Jahr auf der nächsten CDEFCON dann mit weiteren Startups dann auch in einem etwas besseren und größeren Rahmen dann noch einmal darstellen können. Markus Wetz ist sicherlich zuallererst Wissenschaftler. Aber in seiner Eigenschaft als Expeditionsleiter ist er auch Chefkoordinator, er ist Logistiker, er ist Krisen- und Riskmanager in einer Person und vermutlich hin und wieder auch mal Seelsorger. Es ist mir eine wirklich große Freude und auch eine große Ehre, den CDEFCON Maritime Award 2020 heute von Ihnen überreicht zu bekommen. Ich freue mich über diese bedeutsame Anerkennung unserer aller Arbeit wirklich sehr. Und ich spreche dabei von uns, denn ich nehme diese Auszeichnung im Namen der Hunderte von Wissenschaftlern, der Logistiker, der Besatzungsmitglieder bei Dating-Schiffe an, die diese besondere Expedition ermöglicht haben, auf der ich mich im Moment ja noch im Eis der zentralen Arktis befinde. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und damit übergebe ich Ihnen in treue Hände an meine Kollegin. Es bewegt einen, ja, diese Weite zu sehen, diese Unendlichkeit zu sehen, diese Einsamkeit und Isolation zu spüren und gleichzeitig aber zu wissen, dass wir womöglich die letzte Generation sind, die das arktische Meer als in dieser Form sehen wird, wie wir es momentan noch erleben dürfen, dass wir auch im Sommer eine Meereisdecke haben, dass das Meereis uns momentan noch trägt. Wer weiß, wie das in 10, 20, 30 Jahren ist. Ja, die CDEFCON ist eine hervorragende Plattform für maritime Startups und der diesjährige Preisträger, dazu haben wir eine Verbindung dahingehend, dass wir mit unterstützen konnten, dass die Mosaik-Expedition nicht abgebrochen werden musste. Uns bei Culinare motiviert es doch sehr, so eine CDEFCON zu unterstützen, weil wir auf so einer CDEFCON auch viele Unternehmen kennenlernen. I really like the edition of this year where we're outside, so obviously I wish that we have better weather. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin ganz froh, dass CDEFCON, das Team von Carsten Bullemer, die Veranstaltung hier jetzt im September richtig physisch durchgeführt hat und super organisiert und hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ich möchte mich auch von meinem Team der CDEFCON bedanken, die jedes Jahr parat stehen. Wir werden auch immer mehr Leute. Ich muss mich bedanken erstmal bei den Jungs, das ist Roland.